Hi Leute, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wir kommen mal zum Thema Religion, ein Thema, um das ich mich längste Zeit gedrückt habe, weil sehr heikel. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Ich meine, jeder kann da irgendwie seine Meinung haben und solange wir uns alle gegenseitig tolerieren, ist doch alles okay. Und von daher wird es heute mal so ein bisschen um das Thema gehen, wie wird Religion in den USA gelebt? Was sind vielleicht so Unterschiede zu Deutschland? Und ja, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt. Also zum einen mal wieder mein langweiliger Disclaimer. Die USA sind ja ein Land aus Einwanderern. Das heißt, wir haben hier Leute von wirklich überall aus aller Welt, die die unterschiedlichsten Kulturen und Religionen mitbringen. Und ja, die USA sind ein freies Land. Das heißt, jeder kann hierher kommen und seine Religion frei ausleben. Dementsprechend haben wir hier von Hinduismus über Islam, über Christentum wirklich alles versammelt. Aber die Leitreligion des Landes ist natürlich das Christentum. Aber Christentum ist nicht immer gleich Christentum. Auch hier gibt es so ganz viele Subrichtungen, also hunderte von so Subrichtungen vom Christentum. Das ist auch ein Grund, wieso es hier teilweise so viele Kirchen gibt, die aber im Vergleich zu Deutschland oft sehr klein und sehr simpel sind. Es ist halt einfach hier für jeden was dabei und es gibt so viele Subrichtungen, dass es eben durch diese ganzen verschiedenen Kirchen abgedeckt ist. Und wie kommt es, dass es hier so viele Subrichtungen gibt? Also hier kann ja jeder quasi seine eigene Kirche natürlich gründen. Das Ganze wird nicht vom Staat subventioniert, wie teilweise in Deutschland. Hier müssen die Kirchen alle selber für die gesamten Gelder, die benötigt werden, aufkommen. Und was ich dann immer ganz witzig finde, also es gibt Kirchen, die sind total offen und lassen auch Leute, die gar nicht an Gott glauben, in ihre Gottesdienste rein und so weiter. Und andere sind dann aber sehr extremistisch und da ist dann so, dass die Nachbarskirche dann teilweise als total ketzerisch gehalten wird, weil sie irgendein anderes Ritual haben oder irgendwie eine Kleinigkeit anders machen. Und in dem Zuge fand ich auch ganz witzig, ich glaube, es gibt bestimmt ein paar Leute, die das nicht wissen, die Amisch. Das sind ja eigentlich deutsche Auswanderer, eben sehr tiefgläubige deutsche Auswanderer, die nicht zufrieden waren mit der Art und Weise, wie sie ihre Religion in Deutschland ausleben können und sich daher in die USA abgesetzt haben. Die reden teilweise auch bis heute noch so nicht deutsche Dialekte, aber Sachen, die eben in irgendeiner Form noch mit der deutschen Sprache verwandt sind, weil die das eben über die Generation, über Generation wurde das immer wieder weniger und dann ausgetauscht noch mit anderen Elementen. Aber ja, die Amish sind auf jeden Fall eine deutsche Auswanderergruppe. Und ja, dann wie gesagt, gibt es aber auch die Kirchen, die hier sehr, sehr offen sind und sehr tolerant sind. Also ich habe auch jetzt schon verschiedene Kirchen gesehen. Es war ja jetzt Pride Month, die ganz klar auch sagen, Homosexuelle können hierher kommen, die dann beispielsweise in San Francisco haben wir gesehen, die haben halt die Regenbogenflagge auf ihre Treppen gemalt oder haben eben große Banner dran. Also hier ist wirklich für alle und für jeden was dabei. Generell ist so mein Eindruck, also die Leute, die halt echt sagen, ja, Gott, nee, glaube ich nicht, bin Atheist, die werden hier, die haben es hier teilweise nicht immer unbedingt leicht. Ich habe auch eine Statistik, die das so ein bisschen belegt. Also wir haben hier eine Umfrage von 2019, wo 15% gesagt haben, dass sie keine religiösen Ansichten haben, aber aktiv als Atheisten oder Agnostiker bezeichnen sich lediglich 4%. Also quasi so gut 10%, die vielleicht einfach nicht so ganz offen auch das Kind beim Namen nennen wollen, wenn man so will, weil sie vielleicht Angst vor Konsequenzen haben oder sich einfach das Leben nicht schwer machen wollen. Weil wie gesagt, Religion ist hier einfach viel, oder Gott ist einfach ein sehr wichtiger Punkt für viele Amerikaner und deswegen ist es auch im öffentlichen Raum nur zum Teil Privatsache, würde ich sagen. Also wenn ich zum Beispiel gucke, wie oft irgendwie, ich habe schon öfter erlebt, dass ich in Situationen war, wo Leute gesagt haben, Mensch, wir beten jetzt mal alle zusammen und so. Und da denkt man sich dann vielleicht schon so, okay, da weiß ich nicht, ich will jetzt auch nicht ausgestoßen werden oder so, dann mache ich da jetzt einfach mal mit. Dann habe ich auch noch zwei Tipps, falls ihr euch mal in den USA aufhaltet und Bedenken habt, wie ihr mit dem Thema umgehen sollt. Also zum einen, oft ist es ja so, dass man bei Leuten das teilweise sehr denen ansieht oder auch in ihrem Verhalten merkt, ob sie eine bestimmte Religion ausüben. Also sei es jetzt schon Kleidung, Verhalten und so weiter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das bei den Amerikanern wirklich überhaupt nicht so ist. Also manche Leute, von denen du das nie denken würdest, sind super religiös. Also du kannst da wirklich den krassesten Rocker sehen, der jeden Tag in der Kneipe abhängt, 30 Tattoos hat und sich voll säuft. Und der ist dann halt der krasseste Christ
ever. Man kann das den Leuten hier wirklich nicht ansehen und sie sagen das jetzt auch nicht immer in jedem zweiten Satz. Es müssen nicht immer unbedingt Leute sein, die danach leben, die jetzt jeden Sonntag in die Kirche gehen, die jetzt täglich mehrmals in der Bibel lesen, die halt eben sich selber als Christen oder an gottgläubig definieren, sondern ich glaube, das ist bei den Amerikanern eher so, für die ist einfach die persönliche Beziehung zu Gott wichtig. Das heißt, die beten zum Beispiel einfach für sich so im Stillen, aber es das heißt halt nicht, dass sie unbedingt jetzt jeder Regel folgen müssen oder ihr ganzes Leben danach ausrichten, jetzt im Sinne von Kleidung und so weiter und so fort. Das ist einfach wirklich eher was sehr Persönliches für diese Menschen. Aber das ist halt echt wichtig, dass ihr nicht denkt, also dass ihr nicht von Menschens Aussehen oder ihrem Verhalten unbedingt darauf schließt, was für eine religiöse Ausrichtung die haben oder nach was die leben. Und der zweite Tipp, wenn ihr in den USA seid, versucht einfach das Thema Religion zu vermeiden. Also ja, das hätte ich vielleicht am Anfang des Videos einfach sagen können, dann könnte man uns das Video auch sparen. Aber ja, das ist einfach so ein Ding, das ist, glaube ich, noch krasser als Politik. Wenn man da auf unterschiedliche Meinungen stößt, dann endet es nicht immer gut. Ja, und mit diesen Worten ja, beende ich dieses Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar und einen Thumbs up da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.